Sehr geehrte Damen und Herren, neue Chefs für die EU-Kommission und die EZB, der Finanzplan für die nächsten Jahre. In der EU stehen viele weitreichende Entscheidungen an. Der Startschuss hierfür ist die Europawahl im Mai. Hier drohen den traditionellen Parteien herbe Verluste, vor allem durch die EU-kritischen rechten Parteien. Die könnten bis zu 30% der Sitze im EU-Parlament erringen. So nutzen viele Wähler die weniger wichtige Wahl zum Europaparlament, um ihren nationalen Politikern einen Denkzettel zu verpassen. Außerdem wird das rechte Lager durch das Aufkommen der spanischen Vox gestärkt. Im neuen EU-Parlament dürften die Europäische Volkspartei, zu der die CDU gehört, und die Sozialdemokraten nicht mehr über eine absolute Mehrheit verfügen. Das wird die Wahl des nächsten Kommissionspräsidenten erschweren. Es ist nicht ausgemacht, dass sich der EVP-Kandidat Manfred Weber von der CSU am Ende durchsetzen wird. Sollte tatsächlich ein Deutscher an die Spitze der EU-Kommission gelangen, würde dies leider die Chancen von Bundesbankpräsident Jens Weidmann weiter verringern, Nachfolger des scheidenden EZB-Präsidenten Mario Draghi zu werden. Umfragen sehen derzeit 2 Finnen und 2 Franzosen vorne. Wir gehen davon aus, dass am Ende Frankreich das Rennen machen wird. Denn Frankreich könnte Italien dadurch auf seine Seite ziehen, dass es seinen frei werdenden Sitz im EZB-Direktorium Italien zur Verfügung stellt. Von den beiden französischen Kandidaten sehen wir den gegenwärtigen französischen Zentralbankpräsident Villeroy als Favoriten. Denn der zweite Kandidat Coiré hat im EZB-Direktorium bald die maximale Amtszeit von 8 Jahren erreicht, was man nur mit zweifelhaften juristischen Tricks umgehen könnte. Aber wer immer Draghis Nachfolger wird, mit einer raschen Zinserhöhung ist nicht zu rechnen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.